Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will die Demokratie mit einem Bündel von Maßnahmen gegen Angriffe von Rechtsextremisten schützen. Der Verfassungsschutz soll größere Befugnisse bei der Aufdeckung von Finanzquellen rechtsextremistischer Netzwerke bekommen. So soll es zum Beispiel ausreichen, eine Organisation als gefährlich einzustufen, um ihre Konten zu sperren. Organisation und Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts sollen im Grundgesetz verankert werden, um es vor dem Zugriff von Extremisten zu schützen. Künftig soll es einfacher möglich sein, Rechtsextremisten Waffen zu entziehen. Ein Entzug könnte schon bei der Mitgliedschaft in einer Vereinigung erfolgen, die der Verfassungsschutz als Verdachtsfall führt. Der Verfassungsschutz soll verstärkt örtliche Polizei und andere Aufsichtsbehörden über Erkenntnisse zu Rechtsextremisten informieren. Damit soll es möglich sein, rechtsextreme Veranstaltungen frühzeitig zu untersagen. Die Behörden sollen auch grenzüberschreitend besser zusammenarbeiten, um etwa Ein- und Ausreiseverbote aussprechen zu können. Nach Faesers Willen soll die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet ausgebaut werden. Außerdem will die Bundesinnenministerin stärker gegen ausländische Desinformation vorgehen. Amtsträger, die Ziel von Anfeindungen oder Angriffen werden, sollen stärker unterstützt werden.